Ja. Seid ihr bereit? Ja! In Coburg bin ich groß geworden, die Feste immer im Blick. Schlittschuhlärm am Ritterstreich, das war mein höchstes Glück. Bin Fahrrad nach der fränkischen Schweiz, Zentner in Baggersee. Kronach, Bayreuth, Bamberg, überall bin ich schon weh. Schloss Bonn und Staffelstee, die sind freiwillig schön. Würzburg, der schönen Stadt am Nee. Die Vorlesung im Schützenhof war feierlich schön. Abends geht's in ein Omnibus, gute Musik, Riesenspaß. Die letzte Strafe war immer fort, drum trinkt man noch ein Glas. Jetzt, ich bin geboren in Frankreich. Was kann schöner geben? Die Leute sind so freundlich und verstehen aber das Problem. Scheifele mit Glück. Bratwurst ohne Bier, Spargel mit dem Schokolade, der schmeckt super, sag ich. Von Schweinfurt nach auf Nürnberg, Überlebenstraining pur. Ich dau nach dem anderen, auf nur einer Spur. Der Sprachkurs, der war heftig, ja wirklich unallmächt. Die müden Franken, die sind ganz anders, das hätte ich nicht gedacht. Nürnberg, Würzburg, Ascheberg, das ist kein Katzensprung. Mit Stop and Go durch den Spessart, da wirst du lang und krumm. Wieder daheim in Würzburg, wieder daheim am Meer. Das Leben hier, das gefällt mir, das Leben da. In Franken, was kann Schönes geben? Die Leute sind so freundlich und verstehen, was zu nehmen. Kämpfkumpern mit Kraut, ein Kracher zu einer Bier, Zwiebellos mit Federweiß, darum bleib ich. Ich sitz in meinem Gatte und ich fühl mich frank und frei. Mit neuer Füße im Gras, was kann schöner sein? Die Bratwurst liegt auf dem Grill und dazu ganz ein gutes Bier. Kumpern und ein Feldsalat, so gefällt es mir. Bin geboren in Franken, was kann schönes geben? Ja, die Leute. Ich steh vor einer Kreuzung
Immer auf 2 und 4, wie es gute Freunde machen. Wenn ihr nachlasst, müssen wir von vorn anfangen. Das könnte ein recht langer Abend werden. Schafft ihr das? 4 Minuten 45 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das klappt auch, wenn du im Rhythmus deine Nüsse kaust. 1, 2, 3, 4.
Mitleid. Es gibt mir Säfte und auch Trommel. Doch die kann er sich sonst wohin stoppen, denn ich brauch kein Doktor. Dankeschön. Der eine oder andere wird es vielleicht schon von euch erlebt haben.